Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Rom 2 Total War Online Battle von mir. Heute mit den Seleukiden gegen Rom. Ja, das Besondere an der Schlacht ist jetzt hier endlich mein Fernkampf. Den wollte ich mal ein bisschen hervorheben. Ich erkläre euch mal gleich, was ich mir dabei gedacht habe. So, klassische Armee von mir mit Piken. Insgesamt 6 Pikeniertruppen. Mehr nicht. Dann dazu 4-mal syrische schwere Bogenschützen. Ich dachte mir einfach mal, komm. Du bist die einzige Nation, die schwere Bogenschützen wirklich mehr rekrutieren kann als 3 Stück. Also richtig schwere Bogenschützen. Weil die anderen hatten nur ihre Söldner gehabt, kretische halt oder syrische. Habe ich mir gedacht, komm, 4 Stück. Wäre schon geil, 5 Stück wäre noch geiler. Da hat Rom keine Chance gegen. Wurde sich auch in der Schlacht noch beweisen, die haben mit am besten gearbeitet hier im Spiel. Meine Toreos-Speere, jede Flanke ein Trupp. Ist schon bei mir mittlerweile standardmäßig, also Standard geworden. Meda-Kavallerie. Jeder Flanke ein Trupp, 2-mal hellenische Kataphrakte. Nee, Agema-Kavallerie, nicht hellenische Kataphrakte. Hier habe ich darauf verzichtet, auf hellenische Kataphrakte, denn die sind halt schnell mit der Erschöpfung noch ziemlich stark angefressen. 1-mal Hügelmänner, weil das Geld noch da war. Und hier hinten in meinem Wald 2-mal leichte Kavallerie. Um halt ein bisschen zu studieren, probieren, wie es halt mit der Sarissa-Kavallerie lief. Die sind ja auch ziemlich flott hier. Da wollte ich halt ein bisschen testen. Ach ja, was hat mein Gegner dabei? Aufstellung sehen wir hier, hat er wahrscheinlich gar nicht gemacht, einfach nur auf Start. Ist ja auch schon okay. 3-mal Fernkampf, 2-mal syrische Auxiliarbogenschütze, 1-mal Steinschleuderer. 3-mal Triarii. Evokat, die Kohorte. Hat er 4-mal dabei. Irgendwo hat er auch eine Adelskohorte, also erste Kohorte, glaube ich, oder Adelskohorte. Prätorianische Kavallerie an jeder Flanke. Und hier hinten drin Sokii Extraordinarii. Euer Befehlshaber zu sein. Jeder Soldat würde dasselbe sagen. Mut steckt in jeder. Ich sehe halt schon schnell, dass ich wirklich einen Fernkampfvorteil habe und das will ich auch unbedingt ausspielen. Deswegen schicke ich meine syrischen schweren Bogenschützen los. Ich möchte auch sofort um den Kampf eigentlich schon beginnen. Hier sehen wir jetzt die prätorianische Kavallerie. Ich marschiere jetzt hier in den Wald durch. Jetzt setze ich mich gleich los. Gleich sehe ich nämlich die Extraordinarii hier hinten. Und da haue ich sofort ab. Aber sowas von. Da. Da sehen wir es schon. Ich wollte den Kampf hier hinten halt meiden. Ich hätte mir den schon schnappen können. Ich hätte ihn auch fertig gemacht mit der Meda-Kavallerie. Allerdings hätte meine Toreos-Speere zu lange gebraucht. Seine prätorianische Kavallerie wäre schon da gewesen. Dieses Risiko wollte ich nicht eingehen. Jetzt konzentriere ich mich erstmal darauf, seinen Fernkampf ein bisschen zu dezimieren. Vorher erst noch seine syrischen schweren Bogenschützen hier. Zack, zack, zack. Oh, wie sich der Boden blutrot färbt. Schon schön anzusehen. Und da kommt die nächste Salve gleich. Allerdings auf den nächsten Trupp. So, er aktiviert auch schon genaues Schießen. Das ist ja die Fähigkeit, den Geschossschaden zu erhöhen. Man sieht die Geschossschaden 46. Das ist ja ein Hammergeschossschaden. Meine Linie stelle ich schnell vor, damit er mit seinen Kavallisten da gar nichts erst machen kann. Theoretisch-Speere halte ich bereit. Meda-Kavallerie auch. An der Flanke hat er schon mal keine Chance, irgendwas zu machen. Da bin ich bereit und fähig zu arbeiten. An der Flanke hat er halt noch den Vorteil durch seinen zweiten Kavallerietrupp. Da kann er noch ein bisschen spielen mit mir. Jedoch habe ich mehr Kavallerie und auch, ich würde auch schon sagen, stärkere insgesamt mit dabei. So, seine Bogenschützen sind schon gut dezimiert, deswegen feuere ich jetzt auf seine Steinschleuderer. Meine Piken halten sich hier bereit und der beschießt sie zum Glück überhaupt gar nicht. Was ich gut finde. Allerdings umläuft er mich jetzt hier mit seinen Evokatis, da kann ich nur wenig machen. Weil mein mobiler Flankenschutz muss sich eigentlich um die Kavallerie kümmern. Warum ich aber vormarschiere, ist ein ganz anderer Grund. Nicht um ihn unter Druck zu setzen, sondern um meine Bogenschützen ein Stück weiter vorlaufen zu lassen. Und ihr seht es ja, der General ist hier fast im Feuer drin. Ne? Und das wollte ich halt unbedingt haben. Hier drüben seine Prätorianerkaffe wird übrigens schon schön zerschossen. Durch meine Plänkler alleine. Hat jetzt noch 17 Mann, das ist schon geil gewesen. So, ich habe jetzt genau das Schießen aktiviert. Und sofort auf seinen Gen geschossen. Der Trupp musste weg. Auf Biegen und Brechen wollte ich ihn wegschießen. Hab gehofft, dass er es nicht checkt, weil er sich jetzt schön auf die Flanken konzentriert hat, dass da alles läuft. Aber da ich das jetzt hier seine Prätorianerkavallerie hier schon kämpft, ist der Vorteil doch eher auf meiner Seite. Hier drüben habe ich auch noch einen kleinen Vorteil. Meine Agema-Kavallerie ist noch immer bereit, um zu kämpfen. Die Meda-Kavallerie auch noch. Die Pikeniere ziehe ich ab, um gegen die Evokatis zu kämpfen. Und der General
ist weg. Da sehen wir es schon. 6 Mann und sie fliehen. Ja, er wollte noch retten, aber es hat nichts mehr gebracht. Und es ist eine General- und Leibwache, dann sehe ich leider nicht, welcher General ist. Ob der General jetzt gefallen ist? Naja. Hier drüben kämpfen meine Piken gegen Vigilis. Da ist klar, dass sie gewinnen. Sieht man ja eindeutig schon. Hier drüben sind noch Triaria. Also Triarii. Jetzt schicke ich meine Bogenschützen übrigens wieder auf die feindlichen Bogenschützen. Dass die halt schnell ausgeschaltet werden. Hier drüben habe ich jetzt den Kampf schon gewonnen. Ich schicke jetzt meine Agema-Kavallerie noch mit dazu zur Unterstützung. Meine leichte Kavallerie bleibt noch übrig und mobil. Der Trupp hier ist dazwischen gekommen, was mich tierisch ärgert. Deswegen muss ich den Trupp jetzt schnell umdrehen hier. Und ja, da war ich jetzt irgendwie komplett verblüfft. Der konnte einfach durchziehen mit meinen Truppen. Was typisch ärgert, der spielt da regelrecht mit mir und das sehen wir auch gleich. Hier schicke ich meine Piken direkt vor. Da leiden sie natürlich gleich mit dem Beschuss der Adlerkohorte, der sich hier befindet. So, da ist er, genau, den meinte ich. Jetzt zieht er die Evokatis auch wieder ab. Hier hinten geht jetzt auch weiter der Kampf. Ich ziehe meine leichte Kavallerie ab, will jetzt hier hinten noch schön im Rücken arbeiten. Trotz meiner vermeintlichen Überlegenheit sieht man hier, wozu die Elite-Infanterie noch imstande ist. Nicht ganz so schön für mich, um ehrlich zu sein. So, jetzt geht's hier in den Rücken rein, da kommen meine Pikeniere. Meine Bogenschützen kämpfen jetzt hier auch gegen die Evokatis, also ein riesengroßes Kuddelmuddel. Hat nichts mehr mit Taktik zu tun, das geht jetzt auch so weiter. Deswegen werde ich jetzt hier mal vorspulen. Wir sehen es hier hinten, gewinne ich den Kampf haushoch durch meine Kavallerie und durch meine Speerträger. Schick meine Kavallerie schnell zur Unterstützung mit dazu. Die feindliche Kavallerie ist auch schon ausgeschaltet. Hier will ich jetzt noch schön alles ausschalten. Hier wankt er zwar immer wieder, aber irgendwie reicht es nicht. Das liegt wahrscheinlich an der Adlerkohorte, denn die kann ermutigend machen. Das ist nicht schön für mich. Ich fokussiere zwar immer wieder den Kampf darauf, die jetzt zum Fliehen zu bewegen, aber es bringt nichts im Endeffekt. Hier drüben, die ganzen halten sich auch noch ziemlich lange. Wanken immer mal wieder, aber richtig fliehen wollten sie nicht. Jetzt klappt es langsam. Hier hinten sehen wir, dass er wieder einfach rauszieht. Da, er kann einfach hier durch. Sowas zum Beispiel. Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Das müssen sie beim Spiel noch verbessern. Dieses Durchziehen sollte nicht möglich sein. Rausziehen, ja, aber nicht durchziehen. Er konnte mich hier einfach mit mir spielen, wie er wollte. Er hat es einfach überall hingeschickt, wo er sie gerade brauchte. Und die Männer haben immer noch genug... Er hat immer noch genug Männer gehabt, um gegen mich zu kämpfen. Naja. Dass er mobiler gegenüber meinem Pikenieren ist, ist natürlich normal. Das stelle ich jetzt hier nicht in Frage. Aber naja, ihr wisst ja, was ich meine. Meine Hügelmänner kämpfen hier drüben auch noch mit. Haben die Triare halt wenig zu melden, aber dieses... Den Mull hier spielt natürlich mein Piken nicht gerade in die Karten. Dass die Piken immer noch ein bisschen rumbuggen, sehen wir auch hier schon wieder. Das muss gemacht werden in meinen Augen. Hoffentlich macht das CA noch was. Jetzt kommt der Charge meiner Kavallerie. Ihr seht ja wirklich, ich umzingel den komplett. Und die wanken jetzt gerade mal ein bisschen. Diese Adlerkohorte kann halt die anderen Truppen immer noch ermutigen, ein bisschen. Moral pushen. Aber jetzt ist er weg und jetzt sieht man auch gleich, wie alles wankt auf einmal. Diese eine Truppe hat wirklich eine Menge reißen können. Da haben die jetzt auch keine Chance mehr. Und somit ist die Schlacht dann doch gewonnen. Es war eine sehr schöne Schlacht. Das Spiel hatte schon was drauf gehabt und es wurde ein bisschen enger. Ja, ein sehr teurer Sieg war es. Viele Verluste erlitten. Und ich bin der Meinung, es war es nicht wert. So viele Verluste. Aber Tötung habe ich dafür nicht so viele selbst getötet. Also keine so viele eigenen Kills. 3 Mann. Er hat da ein bisschen mehr gemacht. Na gut. Gelohnt haben sich die Kavalleristen und der Fernkampf auf jeden Fall. Torius schwere natürlich wie immer und die Pikenier auch teilweise gut, teilweise schlecht. Naja, in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.